Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute geht es um diesen thermischen Mischer, bei dem der Umsteller kaputt ist und das Wasser auch im Zustand, wo er eigentlich nicht sollte. Wenn er zu ist, kommt das Wasser die ganze Zeit raus. Man sieht es an der Brause und man sieht es an den Flecken in der Badewanne. Bevor ich anfange, etwas zu machen, mache ich zuerst das Wasser zu. Hier ist es praktisch, ich habe Abstellrakorde an dem Hahn selber. Jetzt kommt auch kein Wasser mehr. Um diesen Plastikgriff zu demontieren, muss man zuerst, zumindest in meinem Fall, die Abdeckung wegnehmen. Dahinter befindet sich dann die eigentliche Schraube, wo diesen Griff hält. Jetzt kommt der ganze Griff raus. Jetzt sehen wir, da hat es noch eine Plastikabdeckung. Die kommt einfach so weg. Man sollte sich aber die Position merken von dem, damit man am Ende keine Fehler macht. Und hier sieht man es gut, dass es auf einer Seite schon eine Markierung hat. Ich habe hier das neue Teil, zeige ich euch. Das ist dieser Umsteller. Ich nehme den alten Umsteller raus, um auch zu vergleichen, ob das dasselbe Ersatzteil ist. Wie man sieht, ist es genau dasselbe. Ich setze jetzt den neuen Umsteller rein. Wie man sieht, hat es hier diese zwei runden Plastikteile und im Hahnen selber hat es zwei Löcher. Ich zeige euch das aus der Nähe und genau dort muss die Patrone rein. Hier sind diese Löcher jetzt eigentlich gut zu sehen. Und genau dort muss auch die Patrone rein. Jetzt können wir die neue Patrone einfach in diese Löcher reintun und festschrauben. So, das sollte reichen. Jetzt mache ich mal die Plastikabdeckung noch drauf, die ich euch vorhin gezeigt habe. Jetzt muss noch dieses schwarze Plastikteil, wo ich euch vorhin gezeigt habe, von der alten, muss noch hier drauf, wird nur drauf gesteckt und nachher können wir den Griff montieren. Und zwar so, dass diese zwei Striche übereinstimmen. Probieren wir das mal ohne das Wasser aufzumachen. Ich mache jetzt das Wasser auf und dann probieren wir das Ganze. So. Probieren wir mal Badewanne aus. Das ist die Eco-Funktion, also nicht allzu viel Wasser. Und dann die Brause. Und es funktioniert einwandfrei. Es
tropft nirgends, wenn ich jetzt auf Badewanne stelle, tropft es nicht von der Brause und auch nicht andersrum. Somit wäre die Arbeit eigentlich erledigt. Es kommt darauf an, was für einen thermischen Mischer ihr habt, aber die meisten Ersatzteile kriegt man schnell und auch nicht allzu teuer. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, um keines von den neuen Videos zu verpassen.